Ein wenig Theater ums Paradies in der ersten und letzten Woche seines Bestehens beschreibt das Music Comical in zwei Akten, für das Wolfgang M. Barry das Buch schrieb und auch Regie führte. Und die Aufführung in Gumboldtskirchen kam beim Publikum ausgesprochen gut an. Hier oben bei den Rippen. Einer ist weg. Hilfe! Hallo, ich bin's, Adam, der erste Mensch! Hilfe! Heute ist die zweite Vorstellung von dem Stück Ein Apfel Adam? Fragezeichen. Und hinter mir stehen sämtliche Mitwirkende, die auf der Bühne sind. Da haben wir eine interstellare Immobilienmaklerin, den Adam und die Eva im Dirndl. Dann haben wir den Teufel, der sie den Hörnern zu erkennen. Können Sie mal darüber fragen? Dann haben wir hier, das ist eben der Adam, das ist die Schlange, die in Wirklichkeit aber eine Obsthändlerin ist. Dann haben wir natürlich die Schwester Immaculata, die leider Gottes immer falsch ausgesprochen wird, nämlich Pina Colada. Also, aber naja. Und auf jeden Fall, dann haben wir noch den Zwilling, der also ein Zwilling ist, ein Einzelner, aber ein Doppelter und im Prinzip eigentlich ein Drilling. Zwei Eige, sechsäugige Drillinge. Das wächst sich aus, aber. Und es handelt davon, alle möchten gerne das Paradies für sich. Und hier beginnt der Kampf, eben dass nicht nur Adam und Eva im Paradies waren, sondern auf einmal sind da alle möglichen Leute, die alle Anspruch nehmen, um das Paradies zu besitzen. Davon haben dieses Stück, das ich eben regiert habe, wenn man das Wort benutzt, keine Ahnung, regiert, was Neues, und geschrieben habe. Sie haben ja hier mehr oder weniger die Hauptrolle. Was ist das denn für ein Gefühl? Ich fühle mich sehr geehrt, in der Hauptrolle zu sein, also vom Wolfgang. Ich bin ziemlich aufgeregt, halt heute auch die Hauptrolle zu spielen, Adam zu spielen. Wie war es denn, sich auf so eine Rolle vorzubereiten? Es sind sehr viele Sonntage draufgegangen. Wir haben jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag haben wir geprobt. Der Teufel, also der findet das Paradies sehr geil. Das ist auch ein sehr geiler Ort. Und nachvollziehbarerweise wollen alle das Paradies haben. Und da passieren natürlich sehr viele lustige Dinge. Und es gelingt ihm auch fast, mich zu verführen, aber naja, ein bisschen spannend muss ja bleiben. Was glauben Sie, macht dieses Stück zu etwas Besonderem? Ich glaube, dass der ganze Schmäh und diese Komödie einfach, dieses ein bisschen Verarschen von Adam und Eva, das ist wirklich das Lustige. Was fehlt dir? Eine Rippe und eine Zusatzversicherung. Wer hat dich denn operiert, so ein Halbgott in Weiß? Wie lässt man sich denn ein solches Stück einfallen? Keine Ahnung. Das sagt auch der Adam konstant, weil der Adam ist etwas einfältig. Und ich benutze jetzt einfach eine Floskel von ihm. Keine Ahnung, entweder fällt einem was ein oder es fällt einem halt nichts ein. Das ist so. Wie waren die Vorbereitungen für diesen Abend? nein, die Vorbereitungen, wir haben sehr viele Proben gemacht. Und wie immer, das muss man halt machen, Proben gehören einfach dazu. Und wir haben sehr viel geprobt und das Endergebnis ist jetzt da. Und ja, es ist